Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, ich bin euch noch etwas schuldig, und zwar die letzten Panzeranpassungen in der Rubrik Reden wir mal über Panzer. WG hat ja wieder was getan und ich nicht. Deshalb liefere ich das jetzt noch nach. Ja, es ging zum einen um das Objekt 430U und zum anderen um das Objekt 907. Das ist ja einer von den Premium-10ern, die man sich dafür 450.000 freie holen kann. Ich habe den nicht, kann also auch nicht so viel dazu sagen, außer eben, was gemacht wurde. Ja, deshalb hier beim 430U sieht es ein bisschen anders aus. Deshalb nehmen wir uns den mal auch zuerst vor. Finde ich aber eigentlich eine ganz witzige Sache, denn eigentlich haben sie das Hauptproblem, wenn man das so nennen möchte, an dem Panzer ja ganz gut erkannt, nämlich dass der relativ viel Schaden wegbounced für ein Medium und verhältnismäßig viel. Haben sie auch schön festgestellt und aufgeschrieben. Jetzt könnte man natürlich denken, na klar, was machen sie? Sie werden ein bisschen die Panzerung wegnehmen. Aber nee, haben sie dann doch nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dann jetzt gedacht haben, warum sie das nicht tun, aber okay. Panzerung ist unverändert geblieben. Was sie gemacht haben, ist, ihm 100 HP abzunehmen. Das heißt, er hat jetzt keine 2000 mehr, sondern nur noch 1900. Ob das jetzt das Problem mit der zu guten Panzerung löst, weiß ich nicht. Aber gut, irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben. So ist es jedenfalls. Ja, zudem haben sie ihm noch ein bisschen die Geländewiderstände verschlechtert. Also auf weichem Untergrund, so Sand, Matsch, Wasser und sowas, ist er jetzt nicht mehr ganz so, oder soll er zumindest nicht mehr ganz so schnell wenden können. Auch nur marginal, wie 0,1 irgendwie immer nur mehr. Ich würde jetzt mal behaupten, das fällt auch nicht so besonders ins Gewicht. Auch die 100 HP, die er weniger hat. Ich meine, er bounced immer noch genug, genauso viel wie vorher weg. Ob er jetzt nur 100 HP mehr oder weniger hat, das macht da jetzt keinen Unterschied. Er ist halt nur, naja gut, ein bisschen schneller down. Ja, aber wenn man ihn dann irgendwo an die Seite trifft und so weiter, dann hilft ihm auch grundsätzlich ja keine Panzerung mehr weiter. Also ja, das ist aber die Anpassung von dem 430U. Ansonsten wurde nichts verändert. Ja, wie gesagt, ein paar Gefechte seitdem habe ich ihn gespielt. Und kann jetzt nicht unbedingt groß negative Auswirkungen feststellen. Also, das hat ihm jetzt nicht so wirklich geschadet. Ja, deshalb kann man das fast schon als vernachlässigbar ansehen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, 430U ist immer noch weiterhin ziemlich stark. Und vielleicht hätte man doch was in Richtung Panzerung machen sollen, aber nein. Das haben sie sich wahrscheinlich noch nicht getraut, keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall ist das das Thema 430U. Und dann gucken wir noch einmal schnell auf den zweiten. Das ist, wie gesagt, hier das Objekt 907. Der ist hier hinten zu finden, wenn man den nicht hat, so wie ich. Und so sieht er aus. Quasi ein kleinerer 279. Ja, was haben sie hier gemacht? Sie haben hier 10% die Reload um 10% verbessert. Also er lädt jetzt etwas schneller nach. Und ja, das war es dann auch schon. Offensichtlich hat er wohl keine ausreichende DPM. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, habe ihn nicht. Kann auch nicht sagen, ob ihn das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich Not getan hat oder nicht. Also ich meine, verringerter Reload kann ja nur besser sein. Also wird es ihn sicherlich nicht schlechter gemacht haben. Und ja, das war dann die Thematik 907. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch. Ich glaube, kommenden Dienstag geht es schon weiter. Mit den nächsten Anpassungen. Mal schauen. Ich glaube, es wurden tatsächlich auch mal noch die ein oder anderen, die schon angepasst wurden, nochmal wieder ausgepackt. Und es hieß ja auch, es wird immer mal wieder drauf geschaut und dann vielleicht nochmal was angepasst. Das wurde, glaube ich, beim 50B gemacht. Da wurde aber nur festgestellt, dass eigentlich alles okay ist. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, der wurde ja zu einem Medium gemacht. Ansonsten hat sich nichts verändert. Der, so wie die beiden davor, also der 9er und der 8er. Ja, haben sie aber jetzt festgestellt, das passt wohl so. Und das bleibt dann auch so. Und ja, beim Waffenträger haben sie es, glaube ich, auch nochmal überprüft.
der schien den auch sehr gut gefallen zu haben. Also da wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Der passt auch so, wie er ist. Und ja, denke, dann haben wir es schon wieder. Dann sind wir wieder auf dem Stand hier jetzt. Und ja, gucken wir, was die nächsten Anpassungen bringen. Und ja, bis dahin. Viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.